weiß nicht, ob ich die beiden Herren nebeneinander sitzen lassen möchte. Möchten Sie schon mal antworten? Möchtest du antworten? Ach, du fragtest ja gerade, ob wir beide nebeneinander sitzen dürfen, ob das zu verantworten ist. Ich habe da, ich sitze so oder so gerne, aber auch gerne neben Paul. Weil ich diesen Aspekt, auch diesen letzten der auch politischen Dimension, den du reingebracht hast, an der Stelle für ganz wichtig halte. Also ich sehe es ja ganz genauso, ne? Insofern, als dass diese Beunruhigung des Ordnungssystems gleichermaßen eine Krise, wie du sagtest, bedeutet und tatsächlich auch keine Krise in dem rein genussreichen Sinne, dass man sagt, toll, hier kommt die Krise, ich freue mich drauf, sondern auch eine Beunruhigung, von der man wirklich nicht weiß, wie sie ausgeht und die auch ein großes, unsicheres Moment birgt. Und ich sehe es auch, diese Verknüpfung so, dass das ästhetische Feld, auch der exemplarische Umgang mit Kunst, es geht aber auch in vielen anderen Feldern, ein wunderbarer Ort ist, um exemplarisch zu lernen, mit dem umzugehen, was ich noch nicht so genau weiß. Ne? Und auch, da möchte ich den Punkt aufgreifen, meine Wahrnehmung wahrzunehmen und zu differenzieren und auch mich reflexiv damit auseinanderzusetzen, wo komme ich an meine Grenzen. Das halte ich für ganz wichtig. Und ich würde es auch unterstreichen, dass es ein immens politisches Moment ist, zu lernen, und es braucht, glaube ich, diese Übungsfelder, zu lernen, mit dieser Unsicherheit, mit dem sich Entziehen von klaren Ordnungssystemen umzugehen. Die wachsenden Nationalismen weltweit zeigen meines Erachtens sehr deutlich, dass an der Stelle Probleme bestehen oder anders gesagt. Globalität hat meines Erachtens eben diese zwei Gesichter. Zum einen das Verschwimmen und so, was du sagtest, diese Hyperdiversity im Grunde einerseits und andererseits die Angst, damit umzugehen. Dadurch wachsen diese Nationalismen. Worauf ich versuche hinzuweisen ist, dass dieser Wunsch, die Krise zu suchen, nicht ganz so allgemein menschlich ist, sondern dass es sich lohnt zu überlegen, von wo aus möchte ich das initiieren und wo liegen Probleme. Ich habe da wirklich so eine ganz konkrete Frage, weil es um Ambiguität geht, was bei deinem Vortrag ganz klar ist, dass das von einigen als positiv erachtet wird, von anderen nicht. Ich kenne jetzt auch so kunstpsychologische Untersuchungen, die ich verfolge, aber auch skeptisch verfolge, aber da ist zum Beispiel eine These, die sich ja auch bei den einen bestätigt, dass Ambiguität in der Kunst gerade besonders gut ist, weil sie uns nicht lebensbedrohlich empfindet, weil es sozusagen das andere ist, wo man Ambiguität gut aushalten kann und sogar Genuss empfinden kann. Jetzt ist aber die Frage, was ich mich jetzt so frage bei diesem... Genau. Meine Frage ist dann mit den einen und den anderen, weil es war jetzt auch so, das war total spannend bei deinen Beispielen, aber es war ja so holzschnittartig, dass diejenigen, die sich nach Haus, Kind, Heirat sehnen, das nicht wollen. Das würde mich einfach noch genauer interessieren. Also das Holzschnittartige, das habe ich versucht am Schluss ja zu sagen, funktioniert natürlich überhaupt nicht in Bezug auf konkrete Personen. Also das kann man so nicht machen und das stimmt auch nie. Aber es gibt eine Unterschiedlichkeit, mit diesen Krisen umzugehen. Oder sagen wir mal, sie liegen an unterschiedlichen Stellen. Also, wie du gerade sagtest, du fragtest ja auch danach, nach diesem Punkt, dass diese Beunruhigung von manchen gemocht wird und von anderen nicht. Ich glaube, dass zunächst mal nicht. Wir alle und jeder Mensch, auch alle Milieus natürlich, kommen immer an den Moment der Krise, kommen immer wieder im Alltag, in der Kunst, in der Politik, überall an diese Grenze dessen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Nur liegt die an unterschiedlichen Stellen. Aber immer ist es so, dass uns für einen kleinen Moment unser Orientierungsschema wegrutscht. Und das ist immer existenziell, für einen kleinen Moment. Aber man kann es lernen, das sind meines Erachtens relevante Bildungserfahrungen, damit umzugehen. Ich glaube, dass man lernen muss, das auszuhalten, dieses Wegrutschen der Sicherheit und zu wissen, ich kann das überleben. Und vielleicht sogar zu genießen. Es ist total interessant, aber ich möchte jetzt nicht so eine interne, wir reden untereinander und so ein Othering with us and you.
Deshalb die erste Frage aus dieses Auditorium. Ja, ich bin Barbara Kjolbasser vom ZKM in Karlsruhe. Ich habe nur eine ganz kleine Nachbemerkung an die Ausführungen von Herrn Mecharil. Also vielen Dank an Sie und auch an die anderen, dass Sie uns abermals daran erinnert haben, dass nein, Institutionen sind kein Ort für alle, werden es auch nie sein. Und es ist nicht produktiv, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Allerdings ist es doch der Anspruch, ein Ort für alle zu sein, der den ganzen Unterschied macht, oder? Ende. Also ich glaube, dass das der Traum ist, dass es nicht der Anspruch sein kann. Also nicht ein professioneller Anspruch. Es kann kein professioneller Anspruch sein, ein Ort für alle zu sein. Weil zum Beispiel wir diese doofen Jugendlichen haben, die von Ansgar Schnur interviewt werden. Wenn dann nur, was sonst und meine Übersetzung, ja. Also, aber die gehören auch dazu, war die Frage. Okay, also ich kann ja versuchen, kurz und knackig zu antworten, damit es nicht, ja, so. Ich glaube, dass das Museum, so wie es im 19. Jahrhundert in Europa erfunden wurde, als diese Institution konstitutiv exklusiv ist. Davon gehe ich aus. Ja. Wir können über andere Museen nachdenken. Wir können über andere Formen von Museen nachdenken. Ich habe auf Dewey verwiesen. Wir können auf, ja, so. Und ja, wir finden ja weltweit auch sozusagen viele, viele interessante Projekte statt. Aber das wäre eine andere Institutionenlogik gewissermaßen. Ja, so. Ich glaube, wir müssen die Mauern niederreißen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns darüber verständigen, in was für einem Format sitzen wir denn hier? Ja, und wer sind wir, mit welcher Kompetenz, Zuständigkeit und Befugnis sitzen wir hier und sprechen über Museum für alle? Das ist ja auch von in dem Vortrag von Schnur. Also so, ja, das ist das eine. Das zweite ist, ich plädiere, also ich habe ein Verständnis von Professionalität, dass Professionalität versteht, wie, da reihe ich mich nur sozusagen in den Mainstream der Professionalisierungstheorie ein und Professionalitätstheorie ein, der Professionalität versteht, also in diesem Feld, dem ästhetisch, pädagogisch, symbolischen Bereich, also wir als Profis fürs Symbolische, ja, für das Imaginäre, für das Wissensbezogene. Wir haben es immer konstitutiv mit Widersprüchen und Unmöglichkeiten. Und die Professionalität ereignet sich als Bezugnahme auf dieses Illusionäre und Unmögliche. Also insofern nicht dem Anspruch folgen, würde ich meinen, Museum für alle, sondern, also nicht sich selbst täuschen, diesem Anspruch folgen, sondern den Wunsch weiterhin hegen, weil wir romantisch sind, ja, aber sich sozusagen zu dem illusionären Charakter dieses Wunsches in ein Verhältnis setzen, getragen von der Idee, die Grenzen immer weiter, ja, nach vorne zu schieben. Nur ganz kurz, es sind nicht nur Kunstvermittler hier im Raum, aber das nur am Rande. Ihr möchtet beide gerne, you wanted to react? Just saying, on and, the museum for all. And then we also still have some, but please. Okay, just very quickly, when I first went to the V&A and everybody said, when we started to talk about equality and diversity, everybody said, but the museum is for all. And it actually didn't analyze that, in fact, it wasn't for all. And the reasons why it wasn't for all. So I think it can be very, just on a practical level, it can be very bland, and it can be a reason to not reflect and not look what you're doing and not look who you're excluding. So I think it can be very bland. Ansgar, du wolltest noch mal reagieren und dann gehe ich echt wieder Richtung Auditorium. Also ich hatte mein Statement vorhin ja arg zugespitzt. Ich würde allerdings gerne dieses mögliche Missverständnis, was auch gerade sich schon anbahnte, versuchen selbst zu entkräften. Nämlich, dass diese Jugendlichen, die ich dargestellt habe, jetzt
dass es unmöglich wäre, mit denen Kunstvermittlung zu betreiben oder die zu erreichen oder dass für sie Museum nicht der Ort wäre. Ne? Das ganz gut selbst widersprechen kann ich mir oder einfach als Facette hinzufügen, vielleicht genauer kann ich das dadurch, dass diese Jugendlichen über die Bilder, die sie mögen, kaum was gesagt haben. Über die Bilder, die sie nicht mochten, allerdings recht viel. Die Barriere, sich überhaupt mit auseinanderzusetzen, war enorm. Aber in der Situation selbst kam doch eine relativ reflektierte Auseinandersetzung. Das heißt, es gibt hier ein großes Potenzial sich für diese Auseinandersetzung, für kunstpädagogische, kunstvermittelnde Prozesse. Ich wollte nur auf die Barrieren und die Schwierigkeiten hinweisen, überhaupt erstmal im außerschulischen Bereich in diese Situation zu kommen. Hm. Hier habe ich eine Dame, die schon... Nee, gar nicht. Nathalie Bayer, München, Stadtmuseum. Ich habe jetzt irgendwie, also es fällt mir auch gerade schwer, eine Frage zu stellen, ehrlich gesagt, vielleicht ist es irgendwie so ein Kommentar, und aber das wird vielleicht Fragen, also so evozieren. Ich bin so einigermaßen erstaunt darüber. Ich bin leider erst heute angekommen, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ja, bla bla bla. Und deswegen kann ich jetzt nur auf heute referenzieren, auf das Panel jetzt gerade eben, das sozusagen, also es wurde jetzt gerade auch in der Diskussion über Krise und also auch sehr selbstreflexiv oder institutionsreflexiv. Das macht man ja jetzt auch immer so auf sämtlichen Tagungen. Es gibt sehr viel und kritische Museumsanalyse, aber bis jetzt war sozusagen nur Paul der Erste eigentlich, also so, der über Rassismus und über Klassismus auch geredet hat und gerade und eben auch die Frage, also ich glaube, da war jetzt auch aneinander vorbeigeredet, also ich meine, du bist ja ein Realist, also so und das, also so und natürlich, das Museum für alle ist irgendwie so eine Vision sozusagen, aber wer sagt für alle, wer kritisiert, dass es nicht für alle ist sozusagen und dann diese Frage, ja, warum klappt es denn nicht? Also seit 40 Jahren, ja, wollen doch alle irgendwie Museum für alle, mit allen und wie auch immer. Und komischerweise, 70er Jahre, ja, Hilmar Hoffmann, klingt alles gar nicht so schlecht, wenn man sich das durchliest. Die Migration wurde immer vergessen, ja, also so und, aber der einfache Arbeiter kam dann, aber der deutsche Arbeiter halt, weil wer hat sich für die Arbeiter eingesetzt? Die Gewerkschaft, die deutsche Gewerkschaft, Klientelpolitik und so weiter und so fort. Also wenn man sich immer fragt, ja, so, ich meine es auch, also ich meine es ja auch richtig, so immer weiter nach vorne anschieben sozusagen, aber irgendwie so an diesem Grundding, ja, also so Rassismus, Klassismus, Sexismus, ja, also so, ich bin erstaunt darüber, dass die Kritik permanent funktioniert, ohne das anzugehen eigentlich, also so, dass es nach wie vor so ist, also ich meine, du redest ja auch schon seit 20 Jahren, würde ich jetzt mal so sagen, predigst du dahin sozusagen, oder? Also muss ja auch unbefriedigend sein. Also so. Nein, das ist ja ein Lob an dich. Also so, das ist jetzt nicht keine Kritik an dich. So, genau, das war jetzt ein Statement. Keine Frage. Liebe Frau Bay, vielen Dank für das Statement. Sie werden auch noch reden. Vielleicht nochmal für unsere Übersetzerin, und deshalb habe ich vorhin so gemacht, und auch damit Edni und auch anderen alles mitbekommen, wenn man in der eigenen Muttersprache ist, dann fängt man assoziativ und das ist A, sehr schwierig, dann alles zu übersetzen und mitzubekommen. Und dann so, wenn Fragen oder kurze, ja, okay. Das war, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, ne? Ja. Sorry, I'm listening to the translator. Thank you very much for your presentations. Maybe because there are new people, who are you? I am not everybody knows that you are my fiancé. Okay. I am Felicity Allen, and I gave a talk yesterday. And I was talking a lot about a project that I was involved with, and I'm still involved with, actually. Both I was previously involved with through an institution, and which was Tate, and I'm now involved as an individual with, I would say, a partner in Syria. And I wanted to, I'm trying to collect my thoughts here, but I wanted to pick up on the point that you made, Paul, which I appreciated very much, which was about the Syrian refugees who are themselves intellectuals commenting about who owns this stuff. And I want to relate it to the very interesting
presentation, which I value very much from Ethne, which was about the V&A and who owns this stuff. First of all, I want to point out that it isn't just that impoverished people whose lives have been ruined by war and other factors are coming into Europe. Europeans are going out, and we are those Europeans who are going out. I'm here, I'm traveling from Britain. I am a migrant. We are all migrating all the time, and we are talking about migration as if it is other. It isn't. We are doing it, we are controlling it. And one of the most sort of embarrassing, possibly, experiences that I've had that's similar to yours was when I was running a program in Damascus with others and bringing together people who were museum sector people from Palestine, from Jordan, from Syria and Turkey. And the deputy director, who was then deputy director of the V&A, came and gave a presentation about the V&A and its work. I don't think he talked about the programs that you've been involved with, Ethne, and he talked about, in the most embarrassing and humiliating way, about the neoliberal project, about how wonderful the V&A was, and so on and so forth. And of course, the first question when somebody had a word in, could get a word in, was to say, how come you've got those objects? No, actually, it wasn't that, how come. It was a much more and beautifully precise question, because this guy had given a presentation which was all about targets and numbers, right? And so the person asked, how many Syrian artifacts do you have in the V&A? Which, of course, he had no knowledge of. And so one of the things that I think is really important is to think about how we are professionally. And it's why I talked yesterday about the move from being the individual outside the institution from the individual in the institution. And we have to really, really rethink what it means to be professional, and also what it means to be, as in my terms, post-institutional, how we work with institutions if we are post-institutional, and how we, as migrating people and as people who are also victims of neoliberalism, who are all precarious, how we work with institutions and stop thinking about the other as these poor people who are indeed poor, understand the place of affect and empathy and self-reflection in this. Thank you. Thank you so much. You are having the mic for already quite some time. So first the mister in the back and then you. Yes. Georg Malitz, ich bin freier Kurator und Kunstvermittler und ich habe eine Anmerkung, vielleicht auch eine Frage. Eine Frage zu Herrn Schnur. Also, ich kann einerseits als Kunstvermittler Ihre Ergebnisse sehr gut nachvollziehen, würde aber als Kurator ganz andere Konsequenzen sehen. Und zwar am Beispiel der von Ihnen befragten Jugendlichen Ebro oder Ebru. Das ist ja der Verweis darauf, dass sie sagt, also mir gefällt das nicht, weil ich das irgendwie prinzipiell nicht lesbar finde. Und ich könnte nun den Eindruck gewinnen, nach Ihren Ausführungen, dass es sich, sagen wir, um eine bindungsschwache Person aus einem schwierigen sozialen Milieu handelt, die alteritätsintolerant wäre. Ich könnte aber auch den Eindruck bekommen, dass sie einfach eine Kritik übt an den Voraussetzungen ihrer eigenen Arbeit, nämlich an strukturellen, hermeneutischen sozusagen Grundsätzlichkeiten der Vorstellung, also, dass bei aller Arbitrarität der Zeichen ein jedes Kunstwerk prinzipiell lesbar ist und die Sinnhaftigkeit vollständig verfügbar für uns. Und wenn ich das so lese, dann kommen wir sozusagen an die Grenzen ihrer selbst als Forscher und kommen auf hierarchische Verhältnisse im Sinne von Herrn Mechril, dass nämlich grundlegend ist, eine Hierarchie zwischen Objekt und Subjekt. Das ist aber nicht notwendigerweise die Voraussetzung in der Auseinandersetzung mit Kunst.
sondern schon im künstlerischen Schaffen scheint es mir so zu sein, dass genau diese Subjekt-Objekt-Hierarchie permanent transformiert wird. Also man müsste eigentlich eher von einem transjektiven Schaffen sprechen. Und wenn Sie mit Künstlern reden, dann sagen die Ihnen ja in der Regel, ich weiß es nicht genau. Ja, und Sie werden natürlich als Vermittler im Museum gefragt, ja, Sie sagen das jetzt so, aber wie kommen Sie denn darüber? Was sagen die Künstler? Und die Künstler sagen gar nichts. Sie sagen Ihnen natürlich, glauben Sie denn wirklich, dass ich mich morgens hinsetze und aufschreibe, heute möchte ich mit meiner Arbeit Folgendes zum Ausdruck bringen? Ich bin unsicher darüber. Das scheint mir eben grundlegend über die Verfügbarkeit künstlerischer Arbeiten und künstlerischen Schaffens zu sprechen. Und das bringt mich eben auch zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wie Paul Michril sie vorgetragen hat. Wenn ich diese ganze Debatte betrachte, dann scheint es mir so zu sein, dass einerseits das vermittelnde und das ausstellungsmachende Geschehen in den Museen Teil ist einer offenen Gesellschaft. Andererseits sind dieselben Direktoren, die das in diesem Sinne feiern, diejenigen, die strikt hierarchische Verhältnisse in Museen etabliert haben. Und zwar im Sinne dieser Subjekt-Objekt-Hierarchien. Und die halten uns gerade davon ab, über unsere Beziehungen zu sprechen. Wenn nämlich sozusagen Ebro in diesem Sinne recht hat, dass es zweifelhaft ist, ob strukturelle und hermeneutische Voraussetzungen im Sinne vollständiger Verfügbarkeit stattfinden, dann müssen wir angesichts einer künstlerischen Arbeit über unsere Beziehung sprechen. Und zwar nicht nur bis an die Grenze, sondern über die Grenze hinaus. Und da würde ich Ihnen eben widersprechen. Finden Sie es schade, dass Sie nicht auf dem Podium sind? Es ist ein bisschen gemein, aber es ist schon eher ein Statement. Und wirklich, es ist schwierig zu übersetzen, es ist schwierig, dann alles mitzubekommen. Und bitte denkt daran. Das hat auch was mit Othering zu tun, ein Ascendem. Eher ein Statement, würde ich sagen. Kein Statement. Du redest heute Nachmittag auch noch. Aber sonst was anderes. Ich kann es hinten nach die Stimme rauf machen, sodass es eine Art wie Frage. Okay, mach das, aber, ja. Aber es ist halt einfach... Mich nur noch 5 Minuten. Es ist halt einfach so stark mein Thema gewesen, so lange Zeit, dieses alle für alle das Museum aufmachen, zumachen. Und ich konnte nicht anders, als zu denken, die Frage ist da irgendwie falsch gestellt. Deshalb vielleicht auch ein Statement. Solange ich als Kunstvermittlerin, also Karin Schneider, Kunstvermittlerin aus Wien, das auch wirklich gemacht habe in den Museen in den 1990er und frühen 2000er Jahren, war das eine Bedrohung, war diese Setzung für alle und immer eine, natürlich waren wir auch für freie Eintritte, okay, aber es war eine Bedrohung unserer Arbeit seitens zum Beispiel der Marketingabteilungen, die geheißen hat, dass wir uns nicht mehr aussuchen dürfen, mit wem wir über was und wie im Museum sprechen und uns aufführen wollen, sondern immer für alle und möglichst Heckmeck und möglichst viele. Natürlich müssen wir wollen, dass der Anspruch für alle aufgeht, allein deshalb, um genauer zu verstehen, wo er genau nicht funktioniert. Wo ist deine Frage? Okay, die Frage, ich habe diesbezüglich eigentlich viel zu viele Fragen, nämlich vor allem dahingehend, ob wir das wirklich so in dieser klaren Dichotomie rein, raus denken wollen. So. Ansgar, vielleicht kannst du antworten, weil du wolltest nochmal unser Co-Referent. Ja, vielen Dank für Ihre Frage oder Ihr Statement. Ich würde das ehrlich gesagt gar nicht so sehr als Kritik an meiner Position gerne nehmen, sondern eher als ein Statement, wie man damit weiter umgehen kann und welche Fragen daraus entstehen. Also bei mir war es ja so, dass ich jetzt nicht, also erstmal war ich selbst gar nicht anwesend, ich habe das Studentinnen machen lassen, diese Interviews, um gerade dieses hierarchische Verhältnis und so weiter zu umgehen. Und es war an der Stelle ja nicht so, dass ich irgendwelche Setzungen über Kunst reingebracht habe oder so, sondern ich habe versucht herauszufinden, was an Wissen über Kunst ohnehin schon da ist und habe versucht, das ganz offen
also ein Tableau zu schaffen, wo das artikuliert werden kann. Und tatsächlich ist genau, was Sie ansprechen, dieses kritische Subjekt-Objekt-Verhältnis mit den Schlüssen daraus und auch diesen Zuschreibungen etwas, was es sich meines Erachtens lohnt, in der Konzeption von Kunstvermittlung auch und kuratorischer Praxis weiterhin anzugehen. Also ich würde das eigentlich sehr bekräftigen und sagen, ja, das ist ein Punkt, an der Stelle lohnt es sich, an der Stelle weiterzudenken. Aber meines Erachtens sieht man diese kritischen Fragen erst, wenn man mutig genug ist, auch die Dinge mal zu vergröbern. Was ich mache, ist ja, ich habe mich deshalb am Anfang, ich musste kurz mal durchatmen, ob ich mich traue, das hier zu machen. So eine totale holzschnittartige Vergröberung ist ja im Grunde sowas wie ein Kontrastmittel. Also Kontrastmittel sind oft giftig und wenn man die zu hoch dosiert, lebt man nicht mehr lang. Aber sie machen bestimmte Dinge sichtbar. Also an bestimmten Stellen gegeben, machen sie bestimmte Ordnungsschemata sichtbar, aber dann muss man sie wieder ausspülen, sonst wird das nichts. Ich bin total für Dialog. Aber ich habe auch diese Aufgabe. So, und gerade in diesem Dialog wird es spannend. Deshalb komm bitte pünktlich nach dem Lunch wieder rein und dann haben wir auch ein bisschen Puffer, um tatsächlich etwas länger zu diskutieren. Wir haben noch zwei Fragen. Fragen? Eine mit den wunderbaren Ohrringen und dann eine von dir. Okay. Ja, ich hätte noch Anja Gebauer vom Institut für Kunstpädagogik München. Danke erstmal für die interessanten Vorträge auch. Und ich hätte noch eine Frage in Bezug zu Museum für alle Öffnung, eingehen auf Diversität. Gibt es ja auch aus den aktuellen Positionen immer wieder die Meinung, dass die digitalen Medien da auch ganz viel ermöglichen können. Und da würde ich eigentlich gerne noch ein paar Meinungen von allen Sprechern hören, die sich da gerne dazu äußern würden. Danke. Ich würde erstmal. Ja. Also ich glaube, was ich gut finde und ich finde, man darf nie Empirie mit der eigenen Meinung verknüpfen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte das Museum für alle, aber ich glaube, gerade diese Parolen sind gut dran, sich zu schärfen oder auch zu sehen, was stört einen so dran. Öffnungstendenzen würde ich vollkommen unterschreiben. Ich muss sagen, also ich habe vielleicht meine Dissertation und auch mein Buch, die Ausstellung verhandeln, ganz stark auf das Analoge und das sozusagen, wo wir wissen, dass das Analoge, das authentische Objekt und auch das Räumliche, deshalb bin ich nicht für Mauern niederreißen, auch der Bonus, ein Benefit oder auch das Besondere der Ausstellung ist. Jetzt ist es so, dass ich in einem Forschungsprojekt auch mich mit so digitalen Medien, wirklich so Smart Watches, also in dem Fall wirklich eine Smart Watch, nicht nur ein Handy, ist nicht nur ein Smartphone. Und es ist fraglich. Also ich sage es jetzt mal so ganz kurz, es gibt da wirklich, ich habe so das Gefühl, da sind wir am Anfang, wie auch, was ich interessant finde beim V&A, das sieht man schon auch, das sind auch andere Beispiele, weil die haben eine Diversität, eine Differenz, die wir oft bei unseren Beispielen, sage ich jetzt mal im deutschen Raum, noch nicht haben, weil wir eben eine andere Migrationsvorstellung, Migrationserfahrung haben. Und gerade bei den sozialen Medien habe ich das Gefühl, ist es immer noch sehr stark, dass Museen in Containerlösungen arbeiten, auch wegen der Konkurrenz untereinander und dass diese Lösungen ja, so gut wie sie sind, halt sind und schon und wirklich teilweise Nischenlösungen sind, die funktionieren, aber der große Wurf ist es auch noch nicht. Nur eine Antwort, weil unsere Übersetzerin wirklich gleich Pause machen muss. Das muss man dann auch tatsächlich. Sure. Okay. I'll try to make it short. So I'm Margaret Tully. I'm a freelance researcher, teacher, and a curator. I'm based in Amsterdam. And my question is to Paul, because I completely agree with you in related to the kind of exclusionary structures that museums represent, especially if we think of art museums. And I appreciated also your comment about the language, which I think is such a crucial one. We need to think much more about language. But from my point of view, it's also important that people, when
entering the museum, they would know what kind of structure they are entering. So my question is really simple. At what point do you think should it be mediated to people? What kind of structure is it? You know, and I'm also thinking here on a more structural level related to the kind of gentrifications that new museums are a part of, and and the kind of heteronormativity, racism that you explained us very well. Okay, we will switch over in English so our translator doesn't need to translate it into German, and we all, or maybe only Ethni, will answer. Okay. Oh, no. Maybe Ethni and then Paul. Okay, I just wanted to think something about transparency, and it relates to what Felicity was talking about as well. I think museums need to be more transparent about their histories. They need to be more transparent about their colonial past. They need to be more transparent about the objects within and how they were obtained. Because actually it's a bit sort of myth, because having worked with the Sikh community, they thought everything had been stolen. I mean, but it's a process of working with people to actually identify the truth and bringing in expertise from outside to explore that. So it seems to me it's fraught with difficulties, but I always like to try and find practical solutions. And it's actually about transparency about what the institution is and working with others to change that and be reflective about that. That's all I can say. Paul. You have the last words. Thank you for your question. I agree completely with you. The transparency could be a way to go into a reflective area, museum as reflective areas in which what you call structures are reflected, for example, the racist history of museums, for example, the colonial history of museums, for example, the capitalistic structure in which art is produced and exhibited in museums, for example, the class-based and class-structured taste, which is also produced as an exclusive dimension of museums, and so on. So let's reflect upon this. Let's arrange learning areas in which participants are invited to get an idea which place this is, and so on. And for me, the crucial question then is, who benefits from this? We. We will reflect on this over lunch. Lunch, as you know, has a certain logistic, and I just heard that they can't offer all of us lunch within half an hour. So I would like to ask you whether you can be back in this auditorium 1:45 latest. Thank you so much, and a wonderful applause for our panelists.